Zuseher, liebe Zuhörer, liebe Freunde, im 5. Jahrhundert regierte einer der größten Päpste der Christenheit in der Kirchengeschichte, Papst Leo der Große. Er ist einer der größten Prediger auch gewesen auf dem Stuhle Petri. Und er hat uns auch eine ganze Reihe von wunderschönen Weihnachtspredigten hinterlassen. Und ich möchte Ihnen heute die 5. Predigt auf das heilige Weihnachtsfest vortragen. Geliebteste, wie wenig sich auch die Geburt unseres Herrn Jesus Christus, durch die er sich mit dem Fleische unserer Natur umkleidete, in Worten fassen lässt, so wage ich es doch, zwar nicht auf eigene Kraft zu vertrauen, wohl aber auf die Eingebung des Herrn selbst zu rechnen, um an diesem Tage, der für die geheimnisvolle Erlösung der Menschen erkoren wurde, etwas zu geben, was die Zuhörer erbauen kann. Ist es doch deshalb, weil der größere Teil der Kirche Gottes versteht, was er glaubt, nicht überflüssig, Dinge, die schon gesagt wurden, auch noch einmal zu sagen, zumal es doch unsere Pflicht ist, viele, die heute zum ersten Mal zu unserem Glauben kommen, durch unsere Worte zu belehren. Und es besser ist, Wissenden mit dem, was sie schon kennen, beschwerlich zu fallen, als Unwissenden die erforderliche Aufklärung zu versagen. Die Tatsache also, dass sich der Sohn Gottes, der mit dem Vater und dem Heiligen Geiste zwar nicht die gleiche Person, wohl aber von gleichem Wesen ist, herabließ, an unserer Niedrigkeit teilzunehmen, dass er einer der Leidensfähigen, einer der Sterblichen sein wollte, ist etwas so Hochheiliges und Wunderbares, dass die Weisen dieser Welt den Grund des göttlichen Ratschlusses nicht zu erkennen vermöchten, wenn nicht das wahre Licht selbst die Finsternis menschlicher Unwissenheit verscheuchte. Denn nicht allein in der Übung der Tugenden, nicht allein in der Beobachtung der Gebote, nein, auch auf dem Pfade des Glaubens ist der Weg, der zum Leben führt, eng und steil. Viel Mühe und Gefahr bringt es, zwischen den unsicheren Meinungen Unerfahrener und ihren den Schein der Wahrheit an sich tragenden Verkehrtheiten ungehinderten Schrittes stets auf dem einen Wege gesunder Lehre zu wandeln und jede Möglichkeit einer Täuschung zu entgehen, da ja auf allen Seiten des Irrtums Schlingen drohen. Wer aber vermag dies außer jenem, der sich durch den Geist Gottes belehren und leiten lässt? Sagt doch der Apostel, wir aber haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir sagen, was uns von Gott verliehen worden ist. Singt doch auch David, glückselig der Mensch, den du unterwiesen, o Herr, und aus deinem Gesetze belehrtest. Da wir also, Geliebteste, mitten in den Gefahren des Irrtums den Schutz und Schirm der Wahrheit genießen, da wir nicht durch Worte menschlicher Weisheit, sondern durch die Belehrung des Heiligen Geistes unterwiesen wurden, so glauben wir, was man uns verkündet hat, und predigen wir, was wir glauben. Der Sohn Gottes, der vor aller Zeit vom Vater erzeugt wurde, der ebenso ewig wie der Vater und ihm hierin wie in seiner Wesenheit völlig gleich ist, kam in diese Welt aus dem Schoße einer Jungfrau, die für dieses Geheimnis der Liebe erkoren worden war. In ihr und aus ihr hat sich die Weisheit ihr Haus erbaut und das unveränderliche göttliche Wort Knechtsgestalt angenommen, um dem Fleisch der Sünde ähnlich zu sein. Dabei erlitt bei ihm, beim Vater und beim Heiligen Geiste, die Herrlichkeit keinerlei Einbuße, da ja die Natur des höchsten und ewigen Wesens weder Verringerung noch Veränderung kennt. Wegen unserer Schwachheit aber erniedrigte er sich für diejenigen,
die ihn nicht fassen konnten, und verbarg er den Glanz seiner Majestät, den des Menschen Auge nicht zu ertragen vermochte, unter der Hülle des Leibes. Daher heißt es auch von ihm, er habe sich selbst entäußert, gleich als ob er sich der ihm eigenen Macht begeben hätte, indem er sich in jener Armseligkeit, der er uns zu Hilfe kam, nicht nur unter den Vater, sondern auch unter sich selbst erniedrigte. Und doch verlor jener, der mit dem Vater und dem Heiligen Geiste die gleiche Wesenheit teilt, durch diese Herablassung nichts. Gerade darin sehen wir also ein Wirken der Allmacht, dass derjenige, der hinsichtlich unserer Natur geringer als der Vater ist, hinsichtlich seiner eigenen dies nicht ist. Weil das Licht auf den Blinden, die Kraft auf den Schwachen und das Erbarmen auf die Erbarmungsbedürftigen herniedersah, vollzog sich jenes Wunder großer Liebe, dass sich der Sohn Gottes die Natur und die Sache des Menschen zu eigen machte, um unsere Natur, die er erschaffen, wiederherzustellen und den Tod, den er nicht geschaffen, zu vernichten. Frohlocken möge also der Glaube jener, die die richtige Erkenntnis besitzen. Verwerfen und weit von sich weisen möge er all die Meinungen der Gottlosen, für die Christus entweder eine Torheit oder ein Ärgernis ist. Erkennen möge er den wahren und eingeborenen Sohn Gottes, nicht nur nach seiner vom Vater erzeugten göttlichen, sondern auch nach der aus jungfräulicher Mutter geborenen menschlichen Natur. Ist doch der Herr derselbe in unserer Niedrigkeit, der er in seiner göttlichen Majestät ist, wahrer Mensch und wahrer Gott, ewig in dem Seinigen, zeitlich im Unsrigen, eins mit dem Vater in der Wesenheit, die niemals geringer war als der Vater, eins mit der Mutter im Leibe, den er erschaffen hat. Bei der Annahme unserer menschlichen Natur wurde er für uns die Leiter, auf der wir durch ihn zu ihm emporsteigen könnten. Denn jenes Wesen, das immer und überall ungeteilt zugegen ist, brauchte nicht räumlich zur Erde herabzusteigen. Auch war es ihm ebenso eigen, sich ungeteilt mit der menschlichen Natur zu verbinden, wie es ihm eigen ist, ungeteilt beim Vater zu sein. Er bleibt also das Wort, das er im Anfange war. Auch trifft bei ihm nicht zu, dass er einmal nicht gewesen wäre, was er ist. Denn der Sohn ist von Ewigkeit her Sohn, der Vater von Ewigkeit her Vater. Während also der Sohn selbst sagt, wer mich sieht, sieht auch den Vater, verblendete dich, Heretiker, deine Gottlosigkeit, sodass du die Glorie des Vaters nicht sehen konntest, da du die Majestät des Sohnes nicht sahst, indem du nämlich sagtest, dass jener, der nicht war, erzeugt worden sei, behauptest du, der Sohn habe in der Zeit seinen Anfang genommen. Indem du aber behauptest, der Sohn habe in der Zeit seinen Anfang genommen, glaubst du, der Vater sei veränderlich. Ist doch nicht nur das veränderlich, was eine Verringerung, sondern auch alles das, was eine Vermehrung erfährt. Und wenn deshalb der Erzeugte dem Vater ungleich ist, weil dieser, wie du meinst, den Erzeugte, der nicht war, so ist auch das Wesen des Erzeugers selbst nicht vollkommen, da dieses zum Besitze dessen, was er nicht hatte, erst durch Zeugung kam. Aber dieses für deine gottlose und verkehrte Lehre verflucht und verdammt der katholische Glaube, der in der wahren Gottheit nichts Zeitliches sieht, sondern bekennt, dass Vater und Sohn gleich ewig sind. Ist doch der Glanz, der aus dem Lichte entsteht, nicht später als das Licht? Ist doch das wahre Licht niemals ohne seinen Glanz, da es ebenso zu seinem Wesen gehört, immer zu glänzen,
wie es zu seinem Wesen gehört, immer zu sein. Als sichtbare Verkörperung dieses Glanzes bezeichnet man die Sendung, durch die Christus der Welt erschien. Denn obwohl er immer da alles mit seiner unsichtbaren Majestät erfüllte, so kam er doch sozusagen von einem fernen und hohen verborgenen Sitze zu denen herab, die ihn nicht kannten, wobei er von den Unwissenden die Blindheit nahm und, wie geschrieben steht, jenen ein Licht aufging, die in Finsternis und im Schatten des Todes saßen. Mag auch schon in früheren Jahrhunderten zur Erleuchtung der heiligen Väter und Propheten das Licht der Wahrheit ausgesandt worden sein. Nach den Worten Davids, sende aus dein Licht und deine Wahrheit. Mag auch die Gottheit des Sohnes auf verschiedene Art und Weise und durch viele Zeichen das Wirken ihrer Gegenwart geoffenbart haben, so waren doch alle jene Vorbilder, all die wunderbaren Begebenheiten nur Zeugnisse für jene Sendung, von welcher der Apostel sagt, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, gebildet aus einem Weibe, unter das Gesetz gestellt. Was heißt das anders, als dass das Wort Fleisch wird, dass der Schöpfer des Alls aus dem Schoße einer Jungfrau zur Welt kommt, dass der Herr der Herrlichkeit sich herablässt, ganz so wie die Menschen geboren zu werden, dass er trotz einer von irdischem Samen unbefleckt bleibenden geistigen Empfängnis dennoch, um die Substanz wahren Fleisches anzunehmen, die menschliche Natur aus der Mutter allein entnimmt. Durch diese Sendung, durch welche sich Gott mit dem Menschen vereinte, steht der Sohn dem Vater nach. Nicht in dem, was er aus Gott, sondern in dem, was er aus dem Menschen wurde. Denn die Gleichheit, die bei der Gottheit unveränderlich ist, wurde durch die Annahme der menschlichen Natur nicht beeinträchtigt. Und das Herabsteigen des Schöpfers zu seinem Geschöpfe ist für die Gläubigen ihre Erhebung zum Ewigen. Weil, wie der Apostel sagt, die Welt durch ihre Weisheit Gott in der Weisheit Gottes nicht erkannt, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen selig zu machen, welche glauben. Es ist also für die Welt, das heißt für die Klugen der Welt, ihre Weisheit zur Blindheit geworden. Auch konnten sie Gott, zu dessen Erkenntnis man nur in seiner Weisheit gelangt, nicht durch die ihrige erkennen. Und gerade deshalb, weil sich die Welt mit dem eitlen Wissen ihrer Lehrsätze brüstete, hat der Herr den Glauben jener, die erlöst werden sollen, auf einer Lehre aufgebaut, die unwürdig und einfältig erscheinen könnte, damit all die anmaßenden Meinungen der Menschen aufhörten und Gottes Gnade allein enthülle, was menschlicher Verstand nicht zu fassen vermag. Es erkenne also der katholische Glaube in der Niedrigkeit des Herrn seine Herrlichkeit. Und die Kirche, die der Leib Christi ist, freue sich über das Geheimnis ihrer Erlösung. Denn würde nicht das Wort Gottes Fleisch annehmen und unter uns wohnen, stiege nicht der Schöpfer selbst herab, um sich mit seinem Geschöpfe zu vereinigen, riefe er nicht durch seine Geburt das alte Menschengeschlecht zu neuem Leben zurück, so herrschte der Tod von Adam bis zum Ende und würde alle Menschen unabwendbare, ewige Verdammnis treffen, da für alle die bloße Tatsache ihrer Geburt der gleiche Grund des Verderbens wäre. Unter den Menschenkindern kam also nur der Herr Jesus unschuldig zur Welt, da er allein ohne Befleckung fleischlicher Sinnenlust empfangen wurde. Er ist ein Mensch wie wir geworden, auf das wir der göttlichen Natur teilhaftig werden könnten. Den Anfang, den er im Schoße der Jungfrau Maria nahm, legte er auch in den Taufquell. Er gab dem Wasser, was er der Mutter gab. Denn die Kraft des Allerhöchsten und die Überschattung des Heiligen Geistes
welche Maria zur Mutter des Erlösers machten, bewirken auch die Wiedergeburt des Gläubigen im Wasser seiner Taufe. Was aber war dazu geeigneter, um Kranke wieder gesund zu machen, um Blinden das Augenlicht zurückzugeben, um Tote zum Leben zu erwecken, als eine Heilung jener Wunden, die uns der Stolz geschlagen durch die Arznei der Demut? Adam brachte durch seine Übertretung der Gebote Gottes das Verdammungsurteil der Sünde in die Welt. Jesus, unter das Gesetz gestellt, gab uns die Freiheit der Gerechtigkeit zurück. Adam, der dem Teufel willfahrte bis zum Treubruch gegen Gott, verdiente in seiner Person allen den Tod. Jesus, der dem Vater gehorsam war bis zum Kreuze, brachte in seiner Person allen das Leben. Adam, der nach der Ehre der Engel Verlangen trug, ging dadurch der Würde seines eigenen Wesens verlustig. Jesus, der unsere niedrige Natur zur seinigen machte, erhob jene zum Himmel, um deren Willen er zur Hölle hinabstieg. Endlich vernahm Adam, den sein Hochmut zu Fall gebracht, das Wort: Erde bist du und zur Erde wirst du gehen. An Jesus aber, der wegen seiner Erniedrigung erhöht wurde, ist das Wort gerichtet: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Diese Taten unseres Herrn sind für uns Geliebteste nicht nur durch ihre geheimnisvolle Wirkung von Nutzen, sondern auch durch ihr Beispiel, dem wir folgen sollen. Sind sie uns von Nutzen, wenn die Heilmittel unserer Erlösung der Zucht dienen und die Betrachtung der Mysterien auch unseren Sitten zugute kommen, sodass wir uns vergegenwärtigen, wie wir uns im Leben die Demut und die Sanftmut unseres Erlösers zur Richtschnur nehmen müssen. Sagt doch der Apostel: Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Umsonst ertragen wir den Namen Christen, wenn wir nicht Christi Nachfolger sind, der deshalb von sich sagte, er sei der Weg, auf dass der Wandel des Lehrers zum Vorbild für die Schüler werde und der Knecht sich jene Demut zu eigen mache, die der Herr betätigte, er, der lebt und waltet in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.